Herzlich willkommen, liebe Leute, hier im Fahrradsalon. Jetzt bin ich wieder im Fahrradsalon und zwar aus folgendem Grund. Ich werde alles, was ihr hier seht, an Material und etc. pp. Steht alles zur Disposition. Komplett. Material, Werkzeug, Fahrräder, alles kommt weg. Hier soll alles besenrein veräußert werden. Mit Neuware, also hier diese ganzen Schlösser, das ganze Material, das Kleinzeug, mein ganzes Werkzeug, Kleinkram, alles bis natürlich hier auf die Holzplatte, sag ich mal, und den, das alte iPad, das wollte er auch nicht haben, da sind eh unsere privaten Daten drauf, sowas nicht. Aber ansonsten hier alles, das ganze Material, das ganze Werkzeug, alles. Ja. Alles, was ihr seht, die Lampe sozusagen, der Sharp da oben, die Lampe, die dort steht, die Lampe, die da hängt, der Verstärker, Federgabeln, Kleinkram, etc. pp. Alles wird hier komplett als Komplettpaket angeboten. Die ganzen Rahmen hier an der Decke. Die Rahmen hier an der Decke. Das alles. Der Holzfahrradanhänger. Der Holzfahrradanhänger. Die Rahmen hier an der Decke. Die ganzen Kabel. Jetzt kommen wir, jetzt sind ja erst die schlechten Sachen. Die ganzen Schrotträder hier komplett einmal sozusagen. Also alles, mein ganzer Bestand. Dieses wundervolle Gefährt dort. Werde ich alles vermissen denn irgendwann? Aber so ist es. Weiter jetzt hier vorne. Hier vorne seht ihr, das kommt alles weg. Könnt ihr alles haben. Alles, was hier an der Wand hängt. Alles, was an der Decke hängt. Der Sunkist-Automat sozusagen, die Porsche-Stühle, das alles hier, bis auf der Spratz. Der Spratz bleibt. Ja, der Spratz bleibt. Ansonsten alles, 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 alles. Alles, alles, alles. Alles, alles weg. Dann hier drin geht es weiter. Auch hier drin gibt es zwei, drei Sachen, die nicht zu verkaufen sind. Allerdings ist das wirklich sehr wenig. Der Rest hier drin, die ganzen Räder hier, das Rad, das Rad, das Rad, die ganzen Schränke, gesamte Mobiliar, Inventar, alles weg. Die ganzen Schlösser hier, alle weg. Das hier alles weg. Der Kronleuchter ist sogar mit dabei. Ja, der alleine, naja, ihr wisst Bescheid. Das alles, die Lampe hier, die Straßenlaterne. Das E-Board, Schlösser, die geile Swatch, ach Mensch, wie viele wollten sie schon haben? Die Gitarren da oben, das gute Mickey Mouse Telefon. Hier oben alles, hier drin alles, alles was ihr hier seht, alle Decken. Die gesamten Fahrräder da oben, die ganzen BMX-Räder. Alles weg. Alles, was hier steht. Spielautomat, Emailleschild, etc. Alles weg. Emailleschilder, alles. Es muss besenrein sein hinterher. Das ist ganz wichtig, dass es besenrein ist. Denn für mich geht es einzig und allein, warum ich das mache, sage ich jetzt auch mal, ist einzig und allein, dass ich kurz einen kleinen Break haben möchte. Ich möchte eine kurz mit allem einmal abschließen und dann mit einfach nochmal neu anfangen. Das ist es einfach. Ich möchte einfach nur bupp, einmal alles bitte raus und dann bitte alles wieder neu. Und das kann ich immer sehr gut. YouTube Fahrradsalon, das Schild könnt ihr haben. Ihr könnt hier alles haben. Also es muss auch alles denn raus. Es ist ja nicht so, dass einer kommt und sagt, hey, ich will aber nur das und das und das. Das Moped ist hier mit dabei.
die Rahmen, das hier alles. Also es gibt hier zwei, drei Sachen tatsächlich, die sind nicht zu verkaufen. Die sind nicht mit dabei und das sind die Privaträder zum Beispiel. Ja, also wirklich hier, da werde ich eben noch, noch irgendwie der... Das Moods ist dabei, das Moods, der Titanrahmen ist dabei. Es ist alles, was ihr hier seht sozusagen. Kommt einfach vorbei, schaut euch das an. Da sind wie gesagt zwei, drei Sachen bei, die sind nicht zu verkaufen. Zum Beispiel wie der Erlkönig hier, das kostet nicht viel, das kostet 70, 80 Euro irgendwie oder was. Aber das ist nicht dabei, es ist von Lumen. Und dann gibt es noch eben zwei Räder, die sind eins noch vom, von Marlies, das Rad. Und eins ist noch von mir. Oh, zwei sind meine Räder, die ich einfach behalten möchte. Ganz einfach, so sieht das aus. Und Anouk ja auch noch. Also so eine Sache. Ne? Also die privaten Räder nicht. Das sind dann eben drei, vier Räder, die hier noch rausfallen. Der Rest wird verkauft. Ganz einfach. Ist mir auch real, was und wie sehr jemand dranhängt. Hier dieser halbfertige Aufbau ist dabei. Die Schränke sind dabei, diese Arztschränke. Das Bild, das Schild, das Schild. Das kann alles weg, das ist mir alles egal. Alles weg, Boxsack kann auch weg und so weiter. Das Martini-Schild kann weg, alles kann weg. Surfbrett, das muss auch alles so weg. Die ganzen Gewichte könnt ihr alle haben. Ihr könnt alles abschrauben hier, alles. Aber das könnt ihr, müsst. Und dann kommt ja der wahre Schatz hier an Fahrrädern und. Das ist ja wirklich... Hier diese 80er Jahre Ecke, da haben wir ja die ganzen Kuwaharas noch mit bei, die beiden nagelneue Giant Boulder Shock und ach Mensch, da sind wirklich schöne Sachen bei, diese Neuaufbauten hier, noch nie gefahren, 1100 alleine, denn hier oben die zwei Kinderrennräder sind mit dabei, ja. Da hinten das Viva ist auch ein Neurad, kostet auch fast 1.000er, 900 oder so kostet das. Da oben die Sachen, hier dieser Schrank hier ist mit dabei, den, ja gut, den müsst ihr nicht mitnehmen, aber den könnt ihr mitnehmen. Na, diese ganze Werbung, die Hantelbank hier, das alle, dieser Post, geile Postanhänger ist mit dabei. Deutsche Bundespost, genial. Ja, und dann hier hinten geht es ja weiter. Ach so, und dann haben wir hier noch, warte mal, ich wollte ja nicht vergessen hier zu sagen, diese ganzen Marathon Plus Decken, die hier noch hängen, sind natürlich auch mit dabei. Alles, was hier hinten drin ist, hier sind noch ein Haufen Schlösser auch mit dabei, Ersatzteile etc., Neuteile und. Also wie gesagt, wenn ihr wirklich Interesse habt, dann kommt ihr einfach vorbei, schaut euch das an und dann könnt ihr das, also ihr könnt locker verdoppeln, was hier drin ist, von dem Preis, was ich haben will. Für alles hier, das alles weg. Das alles weg. Komplett, aber es geht immer um komplett. Die ganzen Decken, die ganzen Schlitten und so weiter. Weg, weg, weg. Ja, das Rad kann ich nicht weggeben, ist von Anouk, wisst ihr Bescheid. Das, auch wenn es alles weh tut. Hier, das Basso, Basso Korall. Mit der Kampa-Rekord-Ausstattung. Alles mit dabei. Alle Räder, links, rechts, oben, unten. Alles ist mit dabei. Alles, komplett. Die ganzen Oldtimer hier. Es sind zwei, drei Schrotträder auch dabei natürlich. Hier noch zwei Kuwaharas. Das ist nicht dabei hier. Das ist mein privates. Das kommt noch raus. Der Steppenwolf ist nicht dabei. Steppenwolf ist nicht dabei und dieses hier ist nicht dabei und das Müsing da drüben ist nicht dabei. Ansonsten hier auch privat Deko, der GT Tandem mit geilster Ausstattung ist dabei. Die ganzen Oldtimer, die hier stehen, 30er Jahre und so weiter und so weiter. Da hinten bis da hinten drin, da oben alles könnt ihr haben. Rohloff, allein an Rohloffnamen sind hier glaube ich noch zwei Stück irgendwo verbaut, die noch nie gefahren sind. Okay, genial, genialstes Material. Dann die ganzen Mieträder, die draußen noch stehen, die Mieträder, die hier drin stehen. Hier drin stehen 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück draußen sind auch noch 10 bestimmt.
Die sind auch alle mit dabei. Also wie gesagt, wenn ihr Interesse habt an dem Ganzen, das Pferd ist mit dabei. Allerdings geht es, wie gesagt, darum, es geht darum, komplett. Es geht um komplett. Komplett und Besen rein. Das bedeutet natürlich für euch, alles muss mit. Ja. Wie gesagt, die drei Räder, die hier nicht mit dabei sind, hier hinten, die zwei, die da vorne nicht mit dabei sind, die räume ich vorher noch raus, ja, damit das eindeutig ist. Aber ansonsten muss wirklich alles mit. Auch der Kinderwagen da oben, dieser Panorama-Kinderwagen. Ich meine, der Lene bringt ja schon 500, 600 Euro wieder, so eine Sachen. Die ganzen Teile, die ganzen Komponenten hier, alles ist mit dabei, alles. Die Vitrinen hier beide sind mit dabei, mit Inhalt natürlich, es ist eben alles dabei. Die Schläuche, natürlich alles, inklusive der Schränke, inklusive allem. Also diese ganzen Arztschränke, habt da schon alleine wieder drei Stück hier mit dabei. Ne, zwei sind das, zwei Arztschränke, eins, zwei. Die Vitrine hier voll mit XTR, XT-Teilen, Mavic ist da drin, Phil Wood-Namen, die beiden sind mit drin. Da ist dann wirklich alles mit dabei, was da auch drin ist. Also wirklich feines Material. Wirklich fein. Ein bisschen Technik, na, meist veraltet, aber egal, das haben wir auch mit dabei. Also hier muss dann wirklich auch alles mit komplett. Hier ist meine Vitrinen da mit den geilen Teilen, die sind auch mit dabei. Es ist alles mit dabei. Alles mit dabei, alles muss mit. Das Lauer ist mit dabei, die Wurzel ist mit dabei. Denkt dran, ihr müsst auch richtig schwere Teile hier rauswuchten. Die Wurzel zum Beispiel. Wobei, wie gesagt, wenn da einer sagt, also die Wurzel kriegt nun wirklich nicht mit und wüsste oh ja nicht wohin, naja, dann, wie gesagt, dann bleibt sie halt hier. Na, dann, wenn am Ende, aber es muss natürlich alles raus, das Vorführgerät hier und so. Wenn ich das verkaufe, alles dann eben nur eigentlich komplett. Ja? Und was ihr dann sagt, das gilt das am Ende noch auszuhandeln oder so, aber Grundbedingung ist erstmal natürlich, dass alles hier raus muss. Alles komplett. Die Schränke, hier habt ihr 1, 2, 3 von diesen Stahlschränken. 4, 5 vorne stehen noch 2. Die ganzen Felgen, Emaille-Schilder. Hier diese geile Excelsior Fahrradwerke, Gebrüder Konrad, Patz AG. Weg, raus, mit. Einfach mitnehmen. Wie gesagt, hier vorne stehen die anderen 2. Das alles komplett. Hier die ganzen Tretlager, Reflektoren und Licht, Zahnkränze etc. Vorbauten. Sattelstützen. Einmal alles komplett und was mir wie gesagt am meisten eigentlich wehtut, sind tatsächlich die BMX-Räder da oben, weil die habe ich eigentlich für meine Kinder gebaut. Aber die sind mit dabei. Die sind einfach mit dabei. Hinten die zwei Räder sind nicht mit dabei. Einmal das schwarze und das gelbe ist nicht mit dabei. Ja. Ansonsten das andere daneben, das Diamant, 30er Jahre Diamant, alles mit dabei. Diese schöne Lötzlampe, da ist auch was für Antiquitätenhändler, ist mit dabei. Gerade bei mir, da ist ja eh alles verstreut und alles miteinander und so. Alles mit dabei. Also wenn ihr wollt, wenn ihr Bock habt, macht da einfach einen Besichtigungstermin oder so. Oder ich sage euch einen Besichtigungstermin und dann bin ich halt da. Und dann könnt ihr euch das alles gerne angucken. Und dann werden wir mal sehen, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr Bock drauf, vielleicht auch nicht. Mir ist es gleich. Es muss weg. Heißt nie, es ist falsch gesagt. Es muss gar nicht weg.
Ja, aber ich möchte einfach, ich habe mir gedacht, ich fange einfach neu an. Ich fange neu an, ich fange bei Null wieder an. Auf YouTube, ihr kennt mich ja noch nicht so lange. Auf YouTube, ja, aber tatsächlich ist es bei mir so, dass ich alle paar Jahre habe ich diese Macke, dass ich eben alles komplett beende, komplett, ne, und dann einfach wieder neu anfange. Also da braucht auch keiner Angst haben, oh Scheiße, im Fahrradsalon, was, wie und was und wo und gibt's nicht mehr. Nee, ist es nicht. Ich bin einfach nur der Meinung, manchmal muss man auch eine Sache beenden können und man muss auch loslassen können. Und vielleicht ist es auch nur ein Test für mich, ob ich loslassen kann oder so. Ja, aber ich kann's. Mir ist es scheißegal. Okay, ich kann's. Ja, kostet natürlich ein bisschen was, aber wenn ich das hier durchrechne, was ich nicht machen werde, ja, weil da würde ich mal, da würde ich mal wahrscheinlich ärgern am Ende, aber wenn ich das hier durchrechne, wäre ich definitiv bei weit, weit mehr. Nicht, was ich investiert habe oder was ich an Zeit oder so sonstiges, ja, das ist klar, da ist man immer viel zu billig mit allem, sondern einfach nur an Verkaufswert im Minimalfall. Einfach nur der Minimalverkaufswert. So, gucken wir nochmal da drüben. Da war nämlich auch noch vielleicht noch ein bisschen mehr. Also hier alles raus, komplett hinter mir. Es muss wieder komplett schön leer sein. Da würde mich sehr, sehr freuen. Sehr, 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 sehr. Hier vorne alles raus, alles frei machen. Ne? Inklusive der Bilder hier, inklusive des wunderschönen Schlittens hier oben an der Decke, den man ja kaum wahrnimmt. Dann denkt er, was ist denn das? Ja, es ist ein alter russischer Schlitten. Konntest du noch ein kleines Pony vorspannen oder so und dann ging das los durch den Tiger. Inklusive der ganzen Laufräder hier, auch in meinem Privatkeller. Die ganzen Laufräder, das kann alles weg. Die ganzen Schutzbleche, die da hinten noch stehen. Noch ein Fahrradanhänger, Schutzbleche, Lauf. Dieses ganze Zeug. Und alles, was am Fahrradteilen hier noch ist. Dieses hier, diese ganzen gesammelten Werke. Gibt es auch natürlich mit dazu. Also da bin ich, da macht euch mal keinen Kopf, da braucht ihr keine Angst haben. Ach, der sortiert sich alle raus. Nein, von wegen, ich sortiere hier nichts raus. Ich sortiere nur meine Räder raus und die meiner Familie. Und das war's. Ja, da bleibt noch genug übrig. Ich denke, jetzt sind so an die 200, weit über 200 Räder, die ihr denn hier mitnehmen könnt. Und dann zähle ich nicht diese Rahmen hier oder so. Die zähle ich da gar nicht mit dazu. Die gibt es gratis sozusagen mit dabei. Mit genauso wie den ganzen anderen Kram. Bedingung, nochmal gesagt, ihr müsst alles mitnehmen. Ihr müsst alles mitnehmen. Also ich möchte definitiv keinen hier haben, der sagt, naja, also ich würde dann hier 20 Räder dir abnehmen für so und so viel. Oder ich würde dir auch nur die Räder abnehmen für so und so viel. Das nützt mir nichts. Da habe ich nichts von. Das ist kein Neuanfang für mich. Und Neuanfang bedeutet, neu anzufangen. Man kann seine Privatsachen natürlich behalten, aber wie gesagt, das andere muss weg. Macht da immer noch einen guten Schnitt. Ist mir natürlich bewusst, dass das den Käuferkreis einschränkt, weil muss auch jemand die Logistik haben. Das solltet ihr euch bewusst sein, deswegen bitte vorher anschauen kommen. Ja. Gut, das war vom Wort von mir für heute, für jetzt. 18 Minuten Blabla in die Runde. Das ganze Werkzeug ist dann weg. Und mein ganzes Hazard-Werkzeug bekommt da auch noch mit dazu. Habe ich gesondert. Das benutze ich noch nicht mal. Ja, weil ich einfach, ich habe ja so altes Werkzeug, mag ich ja sehr. Packt es mir immer beiseite und da habe ich ein bisschen HZ und so. Und die Sachen benutze ich ja nicht mal. Ich liegen einfach in der Schublade drüben im Laden. Ist alles mit dabei. Also insofern sage ich mal, ich schließe. Wir sehen uns. Schaut doch einfach mal im normalen Vlog vorbei oder so. Ich meine, wenn ich mal nicht so eine bekloppten Angebote mache wie das hier. Also ja, jetzt zwei, drei so eine Angebote jetzt im Winter. Jetzt habe ich noch 3 Monate Zeit. Den November, der ist um. Aber jetzt noch den Dezember, Januar und den Februar. Und wenn ihr wollt, können wir im neuen Jahr einen Termin machen oder so. Müsst ihr mal, schreibt da mal einfach, wenn ihr Bock habt, schreibt da einfach rein. Ich möchte das Ganze bitte nicht durchrechnen oder durchzählen oder irgendwas. Bitte nicht, dass einer kommt und sagt, ja, wie viel davon, wie viel davon, wie viel davon. Das weiß ich nicht. Es herrscht hier ein chaotisches System, was ich zwar durchblicke, aber eben im Detail auch nicht im Kopf habe oder so weiter. Sondern einfach nur einfach vorbeikommen, gucken. Meinetwegen nehmt euch einen Tag Zeit oder einen halben Tag, den nehme ich mir dann auch. Und dann könnt ihr bei ernsthaftem Interesse euch einen Block nehmen, Stift nehmen und selber alles mal durchzählen und durchkalkulieren. Könnt ihr gerne machen.
Wie auch immer, ihr kommt definitiv mit allem, was hier drin ist, auf bestimmte Doppelte, als was ich haben möchte. Ja. Schauen wir mal. Ich sag mal, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Macht es gut. Vielleicht sehen wir uns dann bei der Besichtigung. Vielleicht sehen wir uns im normalen Vlog. Bis dann. Ciao.